Ja, endlich! Auf zu den Gold- und Silberschätzen! Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe German Treasure Hunter. Der Schlachtfeldacker ist wieder frei. Ich nehme euch heute mit auf ein echtes Schlachtfeld. Wir wollen gucken, was wir kriegen, was wir finden. Es wird mit Sicherheit viel Preußisches dabei sein, aber auch Französisch. Bin richtig gespannt. Wir sind unterwegs mit der neuen Spule für den Xpedeus, die große X35-Spule, 28x34. Die Post geht ab jetzt und wir starten eine neue Ausgabe German Treasure Hunter. Los geht's! In unserer neuen Ausgabe German Treasure Hunter sind wir diesmal auf einem Schauplatz unterwegs, wo wir schon einmal gesucht haben. Denn zusammen mit Hund Buddy geht es noch einmal auf das Schlachtfeld aus Episode 8 2017. Schon damals fand ich Unmengen an Musketenkugeln auf dieser Fläche, zusätzlich noch Uniformteile. Und um noch mehr herauszufinden, sind wir wieder hier. Die Ackerfläche ist jedoch nur gegrubbert. Das bedeutet, der Boden wurde nur oberflächlich ein wenig aufgelockert und eine dicke Staubschicht nimmt uns natürlich eine Menge Tiefe. Um genau da gegensteuern zu können, habe ich die ganz große 28x34er Suchspule für meinen Xpedeus von Abenteuer Schatzsuche mit dabei, die in der neuen X35-Version auch über einen Boost-Modus verfügt, der noch mehr Tiefe bringen soll. Meine Suche startet und ich bin extrem gespannt. Hier, wo heute nur eine stinknormale Ackerfläche ist und sonst nichts, kämpfte vor über 200 Jahren wahrscheinlich die preußische gegen die napoleonische Armee und beide lieferten sich eine erbitterte Schlacht. Werden wir auch diesmal wieder die Überreste dieses Kriegsschauplatzes finden? Gemeinsam werden wir es jetzt herausfinden in der neuen Ausgabe German Treasure Hunter. Buddy, was sagst du dazu? Na toll. Okay, gut. Nicht ganz sauer, aber so Ende 70, Anfang 80. Na. Jetzt muss ich doch mal eben einen Pinpointer gucken. Jetzt geht's in den Bereich großes Eisen. Das gefällt mir ja nicht. Ja, das ist wahrscheinlich wieder Graben angesagt. Na, hab ich's? Ja, ein ganz tiefes Eisen. Das hat er mir falsch angezeigt. Ich schwenke aber jetzt trotzdem noch mal kurz drüber. Aha. Von wegen hat er mir falsch angezeigt. Da ist noch was drin. Zwei Sachen. Man kann sich schon drauf verlassen bei dem Kollegen. Ah, hier rüber. Genau hier. Wieder Wespenalarm hier. Ah, ich spür's schon. Es ist eine Musketenkugel. Ups, weg ist sie. Passend zu unserem Schlachtfeld eine Musketenkugel. War zu erwarten eigentlich, ne? So, da sind wir bei unserem ersten Fund. Das ist eine Musketenkugel, findet man natürlich immer gerne auf so einem Schlachtfeld, ganz klar. Davon kam auch eine ganze Menge rein. Und hier sehen wir mal beispielhaft eine dieser Musketenkugeln auf dem Tisch liegen. 18. Jahrhundert, Vorderladersystem, schön langsam, Carsten. Und ein kleines Detail noch für euch.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn so eine Muskete abgefeuert worden ist, aus 150 Metern Entfernung gerade mal nur noch eine Trefferwahrscheinlichkeit von so circa 40% da war? Also die waren ziemlich ungenau, die Dinger, und hatten auch eine extrem lange Ladezeit. Also wie die sich damals beschossen haben, da so Reihe gegenüber aufgestellt, irgendwie völlig verrückt. Weiter geht's. Nächstes Signal. 87. Kriege ich aber nur so klar mit der tiefen Frequenz. Der Detektor läuft jetzt hier auch etwas unruhiger. Ist natürlich noch drin. Signal wird aber besser. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und aber halt eben tief. Tief, tief, tief. Tief und unruhig. Ist immer noch drin. Buddy kriegt sich irgendwie gerade nicht ein. Ich weiß auch nicht. Na? Also irgendwie richtig tief. Das gibt's ja nicht. So ein bisschen größer aufmachen. Die Kiste hier. Na? War's dabei? Oder nicht? Das kann doch nicht sein. Ah, Moment, hier an der Seite. Moment, so, mal ganz kurz die Schaufel hier rein, ja. So, hier muss es jetzt sein. In dem Klumpen hier. Komm, zeig dich. Ja, und das aus der Tiefe, ey. Junge, 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 Junge. Okay, da haben wir die erste Münze. Wird vermutlich so aus der Kaiserzeit sein. Also nicht das ganz, wo wir hinwollen, aber die Tiefe war schon nicht schlecht. Gut, nehmen wir mit, packen wir ein. So, da haben wir die erste Münze auf dem Tisch liegen und sie ist leider nicht dem Schlachtfeld zuzuordnen. Es handelt sich um 2 Reichspfennig. Wir sehen sie hier auf dem Tisch und an der Seite sehen wir auch das Prägejahr, und zwar 1874. Das heißt, das ist ein bisschen weiter weg von diesem Schlachtfeld, als ich eigentlich vermutet hatte. Und ja, wir schauen uns doch ganz schnell die Rückseite an natürlich. Da sehen wir doch mal den Reichsadler, auch eigentlich ganz gut erhalten, die Münze noch. Sie ist aus Bronze. Und hat auch eine richtig schöne Patina, und damit geht's weiter zum nächsten Fund. So, hier haben wir ein ganz gutes Signal, eine schöne gerade Kurve. Auf jeden Fall draußen. Ah, immerhin. Aber der Boden ist echt hier drunter noch teilweise knüppelhart. Schwierig. Das ist. Was ist es? Auch nicht schlecht. Bestimmt wieder vom Krämerwagen runtergefallen hier. Oder was auch immer das war. Das ist ein mini kleines Gewicht. Wird bestimmt irgendwie so 1 oder 2 Gramm sein. Vielleicht auch 5. Wer weiß. Aber es ist ein Gewicht. Und das kommt auch aus der Zeit. Da wurde dann der Sold abgemessen. Tatsächlich. Cool. Das ist nett. So, hier haben wir tatsächlich ein Gewicht. Das habe ich ja nach kurzer Zeit dann auch erkannt.
Und ja, also es ist das Gewicht zugehörig zu einer Balkenwaage. Das gab es im Set mit so verschiedenen Größen und verschiedenen Gewichteinheiten. Dann konnte man zum Beispiel Handelsgüter oder Nahrung dementsprechend abwiegen. Das war eigentlich üblich so im 18., 19. Jahrhundert. Also so in die Richtung geht es schon. Ob das jetzt vom Schlachtfeld ist, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das gehört tatsächlich eher zu dem Weg, der da drüber ging. Vielleicht von so einem alten Handelswagen runtergefallen. Wir gucken mal eben, wie schwer das ist. Ich meine, hier oben so eine 10 zu lesen. Und wir starten mal ganz kurz die Waage und werden das einmal eben nachprüfen. Und da kommen wir auf 9 Gramm. Na, wirst du dich wohl bei 10 Gramm einpegeln? Das gibt's doch nicht. Wir haben es natürlich eben schon probiert. Da war es bei 10, also ist, vielleicht ist auch ein bisschen Material abgegangen. Und die Waage ist so genau, dass sie das gemerkt hat, aber es waren ursprünglich mal 10 Gramm als Gewichtseinheit von diesem Set von einer Balkenwaage. Das war's dazu, weiter geht's. Klingt gar nicht mal schlecht, obwohl es ein ganz kleines bisschen kratzt. Wo ist es hin? Das ist weg. Oder es ist noch tiefer. Aha. Oh, da ist es, Gott sei Dank. Es sieht zwar kühl aus und herbstlich, aber in Wirklichkeit ist es hier Saunatemperatur. Hohe Luftfeuchtigkeit. Gut. Dann gucken wir nochmal. Yes. Hier ist es. Ja. Und das ist ein Kreuz. Ja. Cool! Ja! Da, ich halte es mal richtig rum in die Kamera, nicht, dass mir irgendwie so hier Teufelsanbetung nachher vorgeworfen wird. Es ist ein Kreuz. Das ist doch schön. Und das ist auch so von der Zeit her, ja, 17. Jahrhundert vielleicht. Also ist schon cool. So, bei diesem Fund handelt es sich um ein viel älteres Stück als erwartet. Und zwar ist es ein Hausiererkreuz, was wir hier sehen. Da ist Jesus ans Kreuz genagelt. Und unten sehen wir auch nochmal den Schädel Adams, über dem er hier am Kreuz hängt. Und dabei handelt es sich natürlich um Bronze vom Material her. Aber das Kreuz ist so aus dem 17. Jahrhundert, also liegen wir doch ungefähr 200 Jahre vor der Zeit, wo wir eigentlich hoffen, Sachen zu finden. Also das Kreuz ist auf jeden Fall so knapp 400 Jahre alt, ist natürlich ein toller Fund und der wird wahrscheinlich über diesen alten Weg dahin gekommen sein, der ebenfalls über den Acker führt. Von daher nichts vom Schlachtfeld, aber ein schöner Fund und damit geht's weiter. Platt gelegen hier. 91er Signal. Upp. So, dann ist er schon dabei. Dann gucken wir mal. Das ist bestimmt kein antikes Leckerchen, Buddy. Der Gras schon wieder hinter mir. Das scheint eine Musketenkugel zu sein hier. Eine große sogar, oder? Nee. Das ist... Oh, cool! Das ist wirklich was vom Schlachtfeld. Ich glaube, das ist hier ein... ja! Cool, das ist so ein Koppelhaken doch bestimmt, oder? Das war auch aus Blei. Darum dachte ich zuerst, es wäre eine Bleikugel. Ja, ich glaube, das ist so ein Koppelhaken. Den gucken wir uns mal an. Gut. 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 Hier haben wir einen klassischen Koppelhaken auf dem Tisch liegen. Der Zustand ist relativ schlecht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Koppelhaken, was bedeutet das überhaupt? Das war Teil einer Uniform, die Koppel bzw. mehrere Riemen. Und
Dieser Teil wurde dann dazu befestigt, etwas einzuhaken. Hier oben sehen wir noch die Überreste der Krone, die hier drauf sind. Und im Prinzip konnte man dann hier was einhaken an der Stelle. Und auf der Rückseite sieht man diese ganzen Löcher. Damit war das Ganze dann befestigt an einem Lederriemen zum Beispiel. Und ja, wo geht das zeitlich hin? Ich hatte ja zuerst gedacht, dass das zu unserem Schlachtfeld passt, aber das tut es leider nicht. Ich muss es zugeben, es ist wohl eher so Erster Weltkrieg hier, was wir da auf dem Tisch liegen haben. Trotzdem, natürlich ein interessanter Fund und wir machen weiter. So. 80er Signal hier in dem Gestrüpp. Nicht ganz sauber. Aber wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne. Oh ja. Jetzt aber ein ziemlich gutes Signal. Ich glaube, es ist noch mal eine Münze. Ah, sehr schön. Ist es eine? Oh nein, geil! Noch viel cooler. Es ist ein Heiligenanhänger. Es ist ein Heiligenanhänger. Das ist ja super. Top! Top! So, hier haben wir einen Heiligenanhänger auf dem Tisch und ich habe lange überlegt. Ihr wisst ja, ich schaue bei sowas immer ganz gerne auf die Seite wallfahrtsmedaillen.at. Sehr gute Seite. Schöne Grüße auch nach Österreich. Und da gibt es aber ziemlich viele Wallfahrtsmedaillen oder Heiligenanhänger. Und ich habe dem lieben Olli, er sei gegrüßt, ein Bild geschickt von dem Heiligenanhänger. Er hat natürlich mal wieder sofort gewusst, was es ist. Und ich werde es euch jetzt erklären. Schauen wir uns das Ganze mal an. Man findet es bei wallfahrtsmedaillen.at unter der Rubrik Der heilige Wolfgang. Und dort dann Benedikt und Matthias. Also die Medaille hier ist beidseitig natürlich geprägt. Und wir schauen uns mal ganz kurz die Rückseite an, die nicht mehr so gut erhalten ist. Also es ist schon ziemlich runter. Einmal drehe ich noch und dann sage ich euch, von wann denn diese Medaille ist. Sie ist aus dem 18. Jahrhundert, könnte also tatsächlich passen zu unserer Schlachtfeldtheorie. Vielleicht hatte sie einen Soldat hier um den Hals, der dann da gestorben ist auf diesem Schlachtfeld. Möglich wäre es auf jeden Fall. Und damit geht's weiter zum nächsten Fund. Signal. Noch mal drin. Ui. Immer noch. Jetzt aber. Und was Größeres auf jeden Fall. Gibt ordentlich Resonanz. Na? Hier ist es. Das ist jetzt aber. Das ist ein komplett erhaltener Fingerhut. Das passt auch aufs Schlachtfeld. Warum, erkläre ich euch jetzt. Der Fingerhut, den wir hier auf dem Tisch haben, da muss man sagen, Fingerhüte gibt es schon lange. Und den hier kann man ungefähr in die Zeit zuordnen, in der wir gesucht haben. Also so 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert natürlich auch. Die Massenproduktion von solchen Fingerhüten, die startete so roundabout im 17. Jahrhundert. Das heißt, das war im Prinzip damals schon Massenware, wurde also auch massenweise gefertigt. Und es war natürlich auch so, dass beim Militär damals, wenn da die Hose mal gerissen war, dann konnte man nicht schnell zu Mutti gehen und sagen, kannst du mir das schnell mal eben wieder nähen? Nein, das musste man natürlich selber machen, also gehörte auch Nähzeug und natürlich auch ein Fingerhut, dementsprechend mit zu militärischer Ausrüstung damals. Also könnte auch das durchaus ein Fund vom Schlachtfeld sein. Und damit geht's weiter.
Schönes 80er Signal hier im Boden. Hey, mit einem Spatenstich. Juhu. Hoffentlich kein Schnipsel oder so. Okay. Die Spannung steigt. Hier ist es drin. Ja, endlich. Ja. Es ist eine Münze. Ja. Und die könnte auch tatsächlich in die Zeit passen. So, 1700 irgendwas. Ja, endlich! Endlich! So, ich habe mich richtig gefreut, denn diese Münze fühlte sich schon an nach 18. Jahrhundert und ich sollte recht behalten. Ich dachte zuerst, es wäre so in die Stüber-Richtung, aber nein, es handelt sich hierbei um eine holländische Münze. Beim Reinigen dachte ich zuerst, ich sehe nicht richtig, denn ich habe sie sofort erkannt, da ich diese Münze schon einmal gefunden habe. Und zwar in der Folge 1 2017, wo wir damals mit Markus zusammen in Holland waren. Da haben wir so eine Münze damals im Garten gefunden. Man sieht hier noch ganz, ganz schwach auf der Münze den Schriftzug Selan und darunter Dia. Darunter kann man noch eine 17 erkennen. Also es wird so wahrscheinlich 1788 sein, vermute ich mal vom Aussehen her. Könnt ihr mal nachschauen, die Münze bei Google. Das ist sie auf jeden Fall. Auf der Rückseite kaum noch was übrig. Man sieht unten noch so eine ganz leichte Wellenform. Und Selan ist natürlich die Küstenregion Hollands und darum hier auf dieser Seite auch entsprechend diese Wellen, die da im Wappen sind. So, damit sind wir im Prinzip durch, was das angeht. Es war nochmal zeitlich schon passend irgendwie hin zu unserem Kriegsschauplatz, wo wir gesucht haben. Ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr erwartet noch, aber man kann nicht immer alles toppen. Das war tatsächlich mal so eine normale Runde, obwohl die Funde eigentlich gar nicht so schlecht waren. Aber gut, so, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich muss mal eben auf meinen schlauen Zettel schauen. Ich möchte mich nämlich noch bedanken natürlich, ganz klar. Und ich möchte auch noch einen kurzen Hinweis geben für die Sondengänger-Schatzsucher-Treffen im Jahr 2019. Die Daten stehen nämlich da schon fest. Und zwar möchte ich einmal hinweisen auf die Deutsche Schatzsuchermeisterschaft im Mai, und zwar am 24. Mai. Es gibt eine neue Location, es gibt einen Campingplatz in Rheinsfeld. Also die Veranstalter haben gemerkt, okay, wir brauchen mehr als eine Toilette. Das freut mich sehr, liebe Jungs. Ich werde natürlich dabei sein, freue mich riesig auf die Deutsche Schatzsuchermeisterschaft mit neuer Location. Und ich glaube, das wird richtig gut. Außerdem der Termin für die Kölner Veranstaltung von Markus Brüche. Das wird sein der 6. bis 8.9. in Köln. Und ich kann euch sagen, das war auch ein sehr tolles Treffen. Solltet ihr schon einplanen, danke an euch fürs Zusehen. Danke an meine Patreon-User. Danke auch an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Lieber Jochen, schöne Grüße. Jetzt gibt es noch ein paar Outtakes. Vergesst nicht zu liken, zu teilen, weitersagen, dass es uns gibt. Bis zum nächsten Mal. Aber das gibt es doch nicht. Der Herr der Ringe war auf diesem Acker offensichtlich. Aber es ist nicht das, was wir finden wollen. Verflucht. Och, Buddy. Kannst du bitte mal Buddy filmen? Das ist ja schlimm mit dir. Der frisst die ganze Zeit nur Gras. Wie so eine Kuh. Leckerchen, Leckerchen, ja. Na komm, eins kriegst du noch. Oh nee, das war eine Musketenkugel. Die geht nicht. Mehr? So, jetzt laufen wir nicht da durch. Geh ab. Mir Homs, wie der Bayer sagen würde. Oder der Berliner. Ich glaube, wir haben es. Hey, diese Viecher. Hey, sieht einer eine Wespe um mich rum? Nein? Habe ich mir eingebildet. War nur eine Fliege. Ich habe schon Halluzinationen jetzt hier. Keine Münze. Sondern ein Knopf. Ja, das. Ich würde es jetzt gerne so als keltisches Schüsselchen verkaufen, aber nee, geht nicht. Ist leider nur ein Knopf. Übrigens, wer wissen will, woher der Begriff fauler Hund kommt, da hinten am Auto. Da kommt der her, du fauler Köter.
Er tut jetzt natürlich so, als würde er mich nicht hören. Ist klar. Hä? Ich bleib hier schön im Schatten. Bilde mir schon wieder irgendwelche fliegenden Viecher ein, die um mich rum. Nein, ich habe keine Dingens genommen und noch nicht getrunken. So, Buddy, du liegst auf dem Pfund. Du musst da weg. Komm mal hier. Hier, nicht die Schaufel. Hier. Au! Ah! Und so eine scheiß Wespe ist an mir dran. Au, ab! Diese Viecher, ey. Du müsstest mal aus dem Weg gehen, sonst kann ich hier nicht suchen. Weg! Ab, ab, ab! So. Geh doch mal aus dem Bild, Mensch! Also herrlich! Komm mal nach hier! Hier hin! So, es ist fein. Okay. Mensch, ich muss hier weg! Ich muss hier weg!